Zum Start in die Woche, heute am Montag, den 5. Dezember, geht es nach Mont-Saint-Guibert, das ist in der Nähe von Neu-Löwen oder auch von Ottigny, die ja so eine Art Doppelortschaft bilden. Und zwar geht's zu Brasserie de Lorne. Das ist eine Kooperative oder Kooperative, sie nennen sich Brasserie Kooperative Partizipativ. Das heißt, der da in der Kooperative ist, soll natürlich auch ein bisschen mit anpacken. 2018 gegründet, 2019 sind sie auf den Markt gegangen mit ihrem Bier. In dem Jahr war ich auch selbst vor Ort und es ist ein Ort mit langer und großer Geschichte. Da war vor 25 Jahren noch eine große Brauerei, die Vieux Temps gebraut hat. Das ist die Biermarke mit so einem großen Baum im Logo und dieser Baum steht tatsächlich noch immer da auf dem Gelände und unter anderem wurde auch ein großes belgisches Abteibier dort gebraut, welches mit einem L anfängt. Den Namen könnt ihr euch dann selber denken. Man hat dann versucht, natürlich diese brachliegende Industrie wieder zu beleben und so hat man sich dann gedacht, in Mont-Saint-Guibert, wir gründen eine eigene Brauerei und sind dann auch dort eingezogen. Und dann kommen wir auch schon zur Geschichte von diesem Bier, denn die junge Brauerei, die auch ihr Logo hat von dem Turm, der noch dort auf dem Gelände steht, also diese geometrische Figur, ich werde es hier einblenden, da sieht man den Turm und ja, ich mache in der Zwischenzeit schon mal das Bier auf. Denn es gibt hier einiges zu erzählen. Wir haben hier ein Saison. Und der Name kommt Saez Orne. Orne ist der Fluss, der durchs Mont-Saint-Guibert fließt. Zu dem kommen wir jetzt gleich auch noch. Und der Saez ist einfach nur die 16, weil es an einem 16. April 2020 gebraut wurde. Wie man sieht, es ist schön hell. Ganz helles Gelb, Strohgelb, einen schönen festen weißen Schaum obendrauf. Man hat eine schöne fruchtige Hopfennote. Wunderbar leicht. Kaum bittere im Abgang. Man hat eine gewisse Malzsüße mit da drin, ein bisschen Getreide. Sehr, sehr feine Kohlensäure. Eigentlich so ein perfektes Aperitifbier oder auch Sommerbier, was natürlich zu dieser Jahreszeit nicht so ganz passt. Aber es ist immer schön, wenn man auch Biere, vor allem für den Start in die Woche hat, die nicht ganz so stark sind. Zurück zur Brauerei. Die Brasserie de Lorne liegt, wie gesagt, in Mont-Saint-Guibert und dieser Fluss fließt genau sogar unter das Gelände, wo die Brauerei sich, ja, man muss sagen, befand bis vor kurzem, denn wie wir alle wissen und nochmal zurück zum Datum 16. April 2020, die meisten werden sich noch erinnern, da waren wir so ja gerade am Anfang von Covid und man bekam die Hefe nicht, die man sonst benutzte, um die Biere zu brauen. Deswegen hat man einfach ein neues Rezept ausprobiert. So ist dann dieses Bier entstanden und ein Jahr später, 15. Juli 2021, die meisten können sich auch noch an dieses Datum erinnern. Vor allem bei uns in der Region gab es auch sehr viele Überschwemmungen in Deutschland und eben auch im Wallonisch Brabant. Und dort ist das ganze Gelände überschwemmt worden. Man sieht es ja auf dem Bild, also das komplette Gelände war unter Wasser, weil eben auch der Fluss da durchfließt. Alles andere ist zugebaut, also konnte das Wasser nirgendwo anders hin. Und deswegen hat man auch hier auf dieser Flasche draufstehen, dass dieses Bier im Moment in Urlaub ist, und zwar bei der Brasserie Jandré Jandrenouille, die für die Kooperative momentan braut. Und sie haben aber auch schon jetzt ein neues Zuhause gefunden, und zwar, beziehungsweise ist in Arbeit, Sur-le-Champ. Das ist ein Projekt von InBV, ist eine Regierungsorganisation von Wallonisch Brabant, die versucht, alte Höfe wieder zu aktivieren, und dort werden sie dann hinziehen. Im Oktober haben die Arbeiten dort begonnen und da wird dann eine neue Brauerei auf einem Bauernhof entstehen. Auch ganz im Sinne von Nachhaltigkeit, kurzen Wegen. Sie haben auf ihrer Webseite auch eine schöne Grafik, wo sie ein bisschen erklären, wo ihre verschiedenen Zutaten herkommen und so. Ein wunderbares Projekt, was ich auch gerne unterstütze. Damals, 2019, hatten sie nicht genug Stock.
um im Kalender dabei zu sein. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit ihrer neuesten Kreation, dass sie dabei sind dieses Jahr. Und ich sage Prost. Es werden noch neue Kooperateure gesucht. Ich werde es verlinken im Beitrag auf der Webseite, wo man sich ab 250 € Anteile sichern kann in diesem tollen Projekt. Ich sage Prost und dann sehen wir uns morgen zum Nikolaustag. Prost!